Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich glaube, ich muss die Musik gerade ein bisschen leiser machen. Jo. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es im Pass in diesem Monat bei den Rewards gar keine Action Potion gibt hier? Also nicht Action Potion, sondern die Trainingspotion. Es gibt keine Trainingspotion, ist mir heute mal so aufgefallen, weil ich wollte ein bisschen trainieren. Aber es gibt gar keine Trainingspotion. Es gibt keine Trainingspotion. Glaube ich zumindest. Ich habe sie nicht eingesammelt, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ich richtig liege oder nicht. Aber ich glaube, ich liege richtig, denn ich wollte ein bisschen trainieren. Tatsächlich wollte ich ein bisschen trainieren. Aber was trainiert man eigentlich? Die Truppe, die ich jetzt gerade am Start habe, Leute, die kennt ihr sicherlich mit den vielen, vielen Elektromagiern. Nee, nicht Elektromagiern, Supermagiern. Aber dort ist ja die Reduktion dieser Kettenblitze von 60% auf 40% runter. Sind die dann immer noch zu gebrauchen oder kann man die nicht gebrauchen? Ich weiß nicht. Ich hab die jetzt schon länger in Übung, sage ich mal, bei meinen beiden 13ern. Aber jetzt hier so im Clankrieg oder so, da nehme ich dann doch eher eine andere Truppe. Das heißt also, kleiner Ablauf für heute. Ich werde euch kurzer Check hier, ob das noch vertaucht oder nicht. Mit den Kettenblitz-Magiern, also mit den Supermagiern, da machen wir einen weiteren Live-Clankriegsangriff, würde ich mal sagen, aber in einer ganz anderen Truppe, die ich auch ganz gerne übe. Also, ja, was übt ihr denn eigentlich so? Übt ihr auch so Lalo-Geschichten, so wie die Pros, oder sagt ihr doch eher, naja, so ein Hybrid, der ist mir dann leichter, oder so ein Yeti-Smash, der geht mir dann noch besser ab? Werden dann aber nicht immer 3 Sterne. Ja, man möchte ja dann doch schon 3 Sterne haben. Also auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Am Ende gibt es noch einen kleinen Sneaky, was die nächsten Clanspiel-Rewards angeht. Die habe ich nämlich mal. Hurra! Aber erstmal holen wir uns hier die Gembox raus und ich würde sagen, nee, das ist auch doof, das weiß ich gar nicht. Wenn ich jetzt reingehe in den Kampf, habe ich dann trotzdem die 25 mehr oder hört ihr dann auf zu machen? Wir machen das mal, pass mal auf. In dieser Zeit suche ich jetzt mal, ob ich dann gleich 25 mehr auf dem Konto habe oder nicht. Ich müsste dann so um die 200 haben, also 27.200. Suchen wir uns mal eine Fresche Base hier raus. Wir nehmen unsere Karre hier mit. Also den Kampfholzwerfer, das ist kein Nudelholzwerfer, Leute, das ist ein Kampfholzwerfer, so heißt er. Also nicht viele sagen immer Nudelholzwerfer, ist aber gar kein Nudelholz, denn Nudelholz hat, glaube ich, nicht diese Zacken. Nudelholz ist immer glatt, in der Regel. Okay, mal sehen, ob wir gleich die Gems haben oder ob die einen flöten gehen. Eben mal einen netten Gegner suchen, so mit Mittig Rathaus, würde ich sagen. Obwohl, wir brauchen gar nicht mit Mittig. Der hat es hier ganz, ganz hinten, okay. Aber wir wollten ja eigentlich nur auch eigentlich nur die Magier testen. Oh, die sieht ganz gut aus hier. An der können wir das mal testen hier. So, mal sehen, wie wir hier vorgehen. Mit unseren Zaubern vor allen Dingen. Der ist aber auch noch gar nicht Max. Da ist ja noch nichts Max hier. Na egal. Da muss er jetzt die Opfer bringen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 hier hinten. Und wir nehmen hier auch noch ein paar mit rein, hinter die Karre am besten. King hier mit drinne, Queen hier mit rein, den Warden hier mit rein. So, das, was ich jetzt eigentlich machen muss, ich muss in jedem Fall 4 Stück hier aktivieren. Nehmen wir mal einen Wut, würde ich sagen. Und na, das sieht schon mal gar nicht mal so schlecht aus hier in der Mitte. Wo können wir denn hier noch was kaputt machen? Da würde ich sagen. Da machen wir das da nochmal ein bisschen kaputt. Und da rennt die Queen. Dann setzen wir unseren Roll-Champion mal hier hinten. So, oh, was habe ich? Ich wollte gerade sagen, was habe ich hier in der Clanburg? Oh nein, jetzt. Oh, der Wut, der war kacke. Heieiei, der Wut, der war scheiße gerade. Heieiei, der war Bockmist. Aber ich glaube, wir schaffen das trotzdem. So schnell mal hier den Roll-Champion giften. Der Miner ist schon gezündet und im Gift macht der gegnerische Roll-Champion. Ja, im Gift funktioniert das. Ich hab Drachen in der Clanburg für das letzte Spielchen hier, aber den haben wir auf 0. Naja, beim Farm und die Base war jetzt so halbwegs nicht mal annähernd maxed out. Da müssen wir uns ein anderes Opfer suchen. Aber ich habe die, glaube ich, noch im Training. Die Jungs hier, also die Magier. Mein Clankriegsangriff sieht allerdings gleich ein bisschen anders aus. Und das übe ich im Moment in jedem Fall. Also zumindest mit der Armee, die ihr dann gleich sehen werdet. Wo haben wir noch was? Da oben ist noch was von Frankie. Oh, wir haben auch einen Frankie bei uns. Bei Spätzle mit Soße bin ich aktiv. Mit dem
Thorsten. Und ich denke, ich habe meine Aktivität auch wieder zurückgefunden. Irgendwie. Auf jeden Fall habe ich wieder Bock. Habt ihr gestern Abend auch sicherlich gesehen, auch wenn ihr einen kleinen Baustellen-Stream gesehen habt bei mir. So, haben wir die jetzt? Ich glaube, wir hatten die draufgekriegt, ne? Kann das sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Müsste ich mir gleich den Video-Anfang mal anschauen, ob das wirklich so war. Den können wir nachtrainieren. Ihr seht, was ich jetzt gleich am Stissel habe. Allerdings muss ich die so reinnehmen, weil ich hier jetzt einen zu viel von denen habe. Und da ich ja boosten wollte, machen wir das auch. Einmal Boost. Und die habe ich noch ein bisschen länger da. Und wir können den gleich nachkaufen. Dann war das jetzt gerade so ein Tausch. Ne? 25 Gems bekommen aus der ollen Gemmine und 25 wieder ausgegeben. Jetzt regen sich die Leute wieder aus, dass ich Gemmine sage. Gemmine, ja, oder Juwelenmine. Mein Gott, ist auch egal. Dann machen wir gleich unseren Klankriegsangriff, würde ich sagen. Ja, ich hatte mir eine Nummer rausgesucht hier. Es sieht noch ganz gebückt aus, würde ich sagen. Gesellsbrot hat gestern Abend schon zugeschlagen hier. Aber ich habe gestern Abend hier nichts rausgezeigt, denn ich war gestern Abend ganz hart im Clan Free to Play. Da haben wir ein bisschen Rathaus 9, 10 Angriffe gemacht, muss auch mal sein. Und mir hat es auf jeden Fall ganz gut gefallen, wieder so ein bisschen zum Einstieg, so ein bisschen in die Streamer-Szene. Auch wenn ich jetzt die nächsten Wochen Greenscreen los arbeite, da müsst ihr dann durch, auch in den Livestreams und hier auch in den Videos immer. Ich meine, ich mache die Videos fast immer ohne Facecam, da ist mir das hier mit dem Licht und so, und ich sehe auch nicht mal ganz so schick aus. Und im Moment sehe ich überhaupt nicht schick aus. Das ist aber der Pandemie zu schulden. Denn ich will ja nicht die Schwarzarbeit hochtreiben und bestelle mir jetzt einen Friseur hier hin oder so, sondern ich warte da einfach ab. Und dann sieht das auch nicht mehr ganz so schick aus, Leute. Die gestern im Livestream mit dabei waren, die konnten sich das Drama auch schon so ein bisschen angucken. Und das dauert ja noch ein paar Tage länger. Aber ist nicht so schlimm. Gesellsbrot hier mit einem Luftangriff. Okay, das meinte ich. Das wär zum Beispiel so eine Angriffskombi. Die würdet ihr euch gerne bei mir mal wünschen. Queen Charge Lalo, das ist sowas, das ist, na, wie soll man es sagen? Ich will nicht sagen, dass ich es hasse. Auf Rathaus Level 11 oder bis Rathaus Level 11, glaube ich, kriege ich das noch ganz gut gebacken. Aber im Rathaus Level 12 und 13, 12 habe ich im Moment gar nicht, und 13, da ist das eine Taktik, die ist nicht für mich. Die muss ich wirklich hart üben. Das ist schon so ein bisschen, oder viele nennen das ja auch so eine Art Königsdisziplin. Obwohl seine Queen jetzt da auch schon aus den Unsichtbarkeitskreisen rausgeht, ist sie noch voll in Wut jetzt. Die Heiler werden zwar jetzt noch mal kurzfristig weggeschoben, das ist aber nicht so schlimm. Slammer hier mit reingesetzt, der extreme Healpoints hat, aber der Tesla ist auch noch, der Inferno-Turm war hier auch noch nicht auf dem Felsenwerfer, sondern nur auf den Loons. Also hat er ganz schön gemacht hier. Und dann können wir gleich, wenn wir durchgereckt haben, muss ich eben mal kurz mal Truppen anfordern. Aber dann gibt es auch wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Cut von mir. Denn das Video kommt ja heute auch ein bisschen verspätet. Was heißt verspätet? Im Moment habe ich ja keine feste Uhrzeiten, wann ich überhaupt Videos rausbringe oder auch aufnehme. Das ist im Moment bei mir sehr, sehr individuell. Je nach Zeit mache ich das zur Zeit. Und wenn ich keine Zeit habe, dann kann ich auch nicht aufnehmen. Habe ich aber ein bisschen Luft, dann kann ich euch etwas zu Papier bringen. Ja, der Gesellsbrot hat das hier gut gemacht. Das ist schon eine nette Taktik. Er hat zwar jetzt nie einen einzigen Loon mehr, aber das macht auch nichts. Hat auch nur noch einen, den Allzauber für den Worten. Okay, na, nicht schlecht. Aber die restlichen Truppen haben gerade so gereicht. Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Truppenkombination, die müsste ich wirklich mal üben. Also was übt ihr so? Übt ihr so Lalo oder übt ihr Hybrid oder übt ihr sogar Yeti Smash oder übt ihr mal so ganz, ganz was anderes? Ja, was so ganz, ganz hip ist. Ich sag mal so, hip ist immer, man sagt immer, hip ist immer das, was Itzu zeigt. Aber Itzu hat, der denkt auch anders als wir manche Leute, so sage ich mal. Und macht das ruhig nach. Ich mache das ja auch ab und zu mal. Aber es ist dann doch schon schwer, die Gedanken dann nachzufassen. Auch wenn du die exakt gleiche Armee hast und vielleicht sogar die exakt gleiche Base, müssen das nicht unbedingt 3 Sterne werden. Ich fordere mal eben an. Und dann können wir nämlich gleich wieder loslegen. 2 Drachen, 1 Loon. Wollte ich das so machen? Nee, ich glaube, ich wollte nur etwas mehr Loons haben.
Max Donation bitte. Und dann können wir gleich losziehen. Ich zeige euch dann die Base und die Taktik, die ich vorhabe, ob das funktioniert oder nicht. Das weiß ich noch nicht genau, aber wir werden es dann sehen. Also mal ein kleiner Live-Fail, kurzer Cut. Bis gleich. Okay, meine Lieben, wir sind soweit. Ich zeige euch die Base, die ich vermutlich angreifen werde. Okay, der Gegner greift auch an. Und zwar ist es die Nummer 22, also ein sogenannter Fresh Hit. War noch kein Angriff drauf. Das heißt, ich weiß nicht, was in der Clanburg ist. Ich weiß nicht, wo die Minen und Sammler sind. Ja, ist klar, Toto. Wo die ganzen Fallen sind, etc. Weil hier noch nichts aufgedeckt ist. Also ich bin jetzt der, der hier aufdeckt. Und ich hatte mir gedacht, wir greifen den mit Drachen an hier. Wir funneln uns die Seite hier unten mit dem King. Und auch die Queen-Seite mit dem King. Beziehungsweise nicht mit dem King, sondern mit King und Queen. Und kommt von hier oben dann Richtung Rathaus mit einem Luftschiff rein, also mit einer Blimp. Und hier oben funneln wir gegen mit einem Babydrachen. So funktioniert das. Ich habe diese Base auch schon irgendwo mal gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei so einem großen Event war oder ob das jetzt hier so beim Farm war oder bei den CKs. Deswegen hatte ich mir das mal so überlegt. Aber okay, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen rein. Alles ist grün, grün da oben. Und dann würde ich sagen, gehen wir auf Attack. Ich habe auf jeden Fall genug Luftschiffe dabei. Nicht, dass da was flöten geht. Ich habe ein bisschen Sorge jetzt gerade wegen den Fegern. Mein Warden stelle ich natürlich vorher um, gar keine Frage. Ich habe ein bisschen Sorge wegen den Fegern. Die stehen hier natürlich sehr, sehr zentral und pusten mein Blimp vermutlich ganz hart weg. Aber schauen wir mal rein, 16 Sekunden haben wir noch. Kurz die schweißnassen Hände etwas trockener machen, dass die ein bisschen besser hier übers Tablet gleiten. Und dann gehen wir hier rein. Wir starten hier an der Kanone mit King und Queen. So soll das sein. So ist das geplant. Hier oben setzen wir schon mal einen Babydrachen rein. So, der King soll jetzt mal ein bisschen nach unten rennen. Und die Queen, ja, kann da ruhig weiter rennen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Hier müssen wir aber weiter mit Babydrachen funneln. Und hier unten die Ecke, die geht schon mal ganz gut weg. Das sieht sehr, sehr gut aus. Hier die nächste Kanone nehmen wir uns auch in Angriff. Und nicht, dass ich meine Queen hier vergesse. Ich setze mal relativ weit mein Royal Champion. Mal sehen, ob ich dort noch den Inferno nicht noch bekomme. Das sieht aber noch ganz gut aus. Ich bekomme den Inferno und dann können wir hier eigentlich jetzt auch schon starten. Ihr seht, ich habe Bad Spells dabei. Ich habe ein paar Bad Spells dabei und ein paar Loons natürlich. So, jetzt muss ich meine Drachen hier nur rausbekommen. Das sieht noch ganz gut aus. Noch ein Drachen dabei und den Warden hier mit dazu geschickt und gleich PS. Ich muss sofort PS machen und ich muss auch relativ zügig zünden. So, ihr seht, dass ich... ich habe noch zwei Drachen hier über. Sehe ich gerade. Okay. Ich habe noch zwei Drachen über. Mal sehen, von welcher Seite ich denn jetzt gleich eigentlich mit den Baddies komme hier. Ich glaube, es war diese Seite hier. Ich muss jetzt mal schauen. Am Rathaus... Oh, das Rathaus fällt nicht. Alter Scheiße, das Rathaus fällt jetzt gerade nicht. Okay. Mist, vielleicht hätte ich doch zwei Drachen nehmen sollen. Sehr, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Das war jetzt gerade sehr, sehr super ärgerlich. Denn jetzt habe ich hier gerade das Problem, dass ich das Rathaus mitfriesen muss. Okay. Noch brauche ich den Fries hier nicht, aber jetzt muss ich ihn haben. Da, oh, Leute, das wird leider nur ein Einsterner. Deswegen muss der Toti hier noch ein wenig üben. Deswegen muss der Toti noch ein bisschen üben. Oh, nicht Pekka. Dragbat muss der Tutti üben. Okay. Naja, egal. Ja, egal ist was anderes. Aber okay, ihr wisst, ich bin für sowas immer ganz gern zu haben. Also, auch wenn es jetzt ein Live-Fail ist mit einem Stern, war es ein netter Versuch, vielleicht zwei Drachen mitnehmen und den Warden doch eine kleine Ecke später zünden. Ich werde das Ganze gleich mal analysieren, aber ist dann bei solchen Sachen immer hopp oder top, muss ich sagen. Aber ich glaube, Drachen komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Ich glaube, der Funnel war ganz in Ordnung. Und nur, ich habe meine Drachen nicht so richtig cool in die Mitte bekommen. Vielleicht doch ein Fegerfriesen. Was meint er, doch ein Fegerfriesen? Ich bin ja eigentlich so ein Fegerfrieser, ne? Eigentlich bin ich so ein Fegerfrieser. Und deswegen glaube ich, wenn man den Fegerfriest, dann schafft man das mit dieser Kombi
auch mit 3 Sternen. Naja, okay. Geht es mir jetzt schlechter? Nein, es geht mir immer noch gut. Es geht mir immer noch gut, Leute. Oh, Gegner greift auch noch mal an, alles klar. Aber ich hatte euch ja versprochen, dass es zum Ende noch einen kleinen Sneak von mir gibt. Und der kleine Sneak kommt jetzt. Ich blende euch jetzt mal die Clanspiel-Rewards ein, die es jetzt in den nächsten Tagen gibt. Und da seht ihr, ist jetzt nicht so berauschend. Für die, die natürlich Helden machen müssen, ist mal wieder nichts dabei. Aber sonst ist es das übliche Gedönsel mit Büchern, wo da 80 und 100% stehen. Das sind dann die prozentualen Angaben der Elixiere oder des Goldes, die man bekommt. Und könnt ihr euch wegpinnen. So wird es in jedem Fall sein. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Werde jetzt mal weiter üben. Ich hoffe, ihr auch. Und dann bis die Tage. Ciao, ciao. Euer Toto. Clasht.